nach so wichtigen und so dringend in Erfahrung zu bringenden Ergebnissen kommen können. Und meine Damen und Herren, es ist mir eine ganz besondere Freude und auch eine Ehre für uns, für unsere olympische Bewegung und natürlich auch für den Prozess unserer Olympiabewerbung, dass ich Ihnen jetzt den Herrn Bundeskanzler Gerhard Schröder und den Bundesinnenminister Otto Schily auf die Bühne bitten darf und vorstellen darf. Herr Bundeskanzler, wir wollen die Spannung nicht unnötig hochtreiben, also wir wollen zügig... Das bitte ich wirklich, denn ich habe da oben gesessen und mindestens so geschwitzt wie Sie. Dann darf ich Ihr Einverständnis vorausgesetzt, Herr Schily, auch jetzt darum bitten, dass man mir den verschlossenen Umschlag bringen wird, der zuerst einmal das Segelrevier uns zeigen wird. Und ich muss diesen Briefumschlag tatsächlich öffnen, weil er versiegelt und verschlossen ist. Und ich sehe das Ergebnis und darf den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland bitten, uns dieses Ergebnis mitzuteilen. Das Ergebnis, meine Damen und Herren, heißt Rostock. Herzlichen Glückwunsch nach Rostock, nach Warnemünde. Ich kann mir vorstellen, nachdem das schon eine kleine Überraschung ist, wie der Jubel dort aussieht. André Keil, in charmanter Begleitung, hoffe ich doch. Ja. Und der Jubel, der ist riesengroß, glaube ich, hier in Warnemünde. Können wir das vielleicht noch einmal hören? Warnemünde ist die Segelstadt für die Olympiastadt, vielleicht für die Olympiastadt 2012. Und die vielleicht 2.000-3.000, die heute hier nach Warnemünde gekommen sind, denn direkt vor der Küste Warnemündes wird es diese olympischen Segelregatten geben. Ja, da feiert noch jemand mit, da freuen wir uns sehr. Heidi Klum, natürlich, wahrscheinlich, denke ich mal, extra für Segeln hier in Warnemünde vorbeigekommen, aber Spaß beiseite. Ja. Was machen Sie in Warnemünde? Ich werde ein neues Clubschiff einweihen. Ich bin die Taufpate für die AIDA Aura und das wird heute Abend hier in Warnemünde stattfinden. Und diese AIDA Aura, sie hat ja auch etwas Olympisches, denn sie wird ja im nächsten Jahr in Athen das deutsche Haus sein. Wussten Sie das? Wusste ich nicht. Sie haben durchaus olympische Akzente zu setzen und ich habe sogar gehört, Sie wollen Olympiabotschafterin werden. Und dann wären Sie ja unter Umständen die Olympiabotschafterin für Warnemünde, auch wenn wir die Olympiastadt noch nicht kennen. Ja, es wäre super, wenn es hier stattfinden würde. Ich finde das toll, dass Deutschland und gerade hier auch, hier tanzt der Bär, die ganzen Leute sind hier, ich finde das toll hier. Es wäre schon super, wenn das hier wirklich dann auch im Endeffekt dann so passieren würde. Haben Sie sich hier überhaupt mit Segelregatten schon mal richtig befasst, mit Maritimen? Hier noch nicht, ich bin in der Karibik, bin ich mal gesegelt und es war schon toll. Was denken Sie, was für Impulse bringen Olympische Spiele für Deutschland generell? Die Entscheidung fällt ja erst 2005. Ich meine, es ist super für Deutschland, es ist für die Wirtschaft gut und es ist für die einzelnen Städte super. Und überhaupt als Deutschland mit dabei zu sein, das ist schon toll. Und für eine Stadt ist es einfach super, weil so viele Leute hinkommen, sich das angucken wollen. Für die ganzen Geschäfte in der Umgebung rundherum, es ist schon super. Wir wollen aber zumindest noch einmal den Jubel hier in Warnemünde sehen. Wir haben hier ein tolles Segelrevier, für das sich ja auch America's Cup-Sieger Jochen Schümann eingesetzt hat. Wir haben, ich glaube, auch eine tolle Seglergemeinde in Rostock, Warnemünde. Und wenn Sie noch einmal schauen wollen, die Tausende, ich hoffe, es sind mittlerweile Tausende, die sich noch einmal bemerkbar machen für Warnemünde.
Heidi Klum. Ich hoffe, Sie werden tatsächlich Olympiabotschafterin für Deutschland, Olympiabotschafterin für Düsseldorf, Ihre Heimatstadt oder Hamburg. Müssen wir natürlich als Norddeutsche auch für sein und für Warnemünde. Schön, dass Sie hier waren. Dankeschön. Also, Riesenjubel in Warnemünde und damit zurück nach München. Ja, Wilfried Mohren, die Rostocker haben es euch vorgemacht in Leipzig. Oder denkt ihr vielleicht, wenn jetzt Rostock, also ein Siegerrevier aus dem Osten gewählt worden ist, dann wird vielleicht die Olympiastadt Hamburg dazu genommen? Wie spekuliert man in Leipzig? Oder ist man froh, dass man überhaupt im Finale gegen Hamburg ist, Wilfried? Also es ist unverändert so, lieber Gerd, dass ich deine Fragen, wenn du denn eine gestellt haben solltest, nicht verstehen kann. Der Jubel, den wir eben gesehen haben, hier nicht auf dem Bildschirm, galt Rostock. Die Menschen hier in Leipzig haben sich für Rostock-Warnemünde sehr, sehr gefreut. Aber bedeutet das gleichzeitig, dass es eine Konzessionsentscheidung gibt? Das wird hier befürchtet, dass man jetzt Hamburg den Zuschlag gibt für die Spiele, weil Rostock die Segelwettbewerbe hat. Dennoch fiebern sie der Entscheidung jetzt weiter entgegen. Ich gebe zurück zu dir in der Hoffnung für die Menschen hier, dass es auch lang noch für Leipzig. Ja, meine Damen und Herren, wir wollten gerne noch nach Hamburg gehen. Vielleicht haben wir ja später noch Gelegenheit dazu, aber jetzt erst einmal wieder in den Saal, denn der Bundeskanzler steht schon parat, genauso wie Klaus Steinbach. Und schon darf es passieren. Ich bitte, mir den Umschlag für die Bewerberstadt zu geben. Danke sehr. Meine Damen und Herren, ich darf auch jetzt bitten, dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland das Ergebnis zu verkünden. Das Ergebnis heißt Leipzig. Yeah! Henry Maske, Henry, hätten Sie das gedacht? Also nach der Entscheidung jetzt mit Rostock habe ich nicht mehr recht dran geglaubt. Aber wenn ich jetzt die Bilder sehe, dann weiß ich, dass es eine goldrichtige Entscheidung war. Ich freue mich wahnsinnig für Leipzig und ich weiß auch, dass ganz Deutschland letztendlich nach dieser Entscheidung sie gemeinsam tragen wird. Henry, wir lauschen mal. Im Saal. Nur gut tun, ne? Beide nebeneinander. Gerhard Schröder, der Bundeskanzler, und der Mann, den er gerne ins Kabinett geholt hätte. Wolfgang Tiefensee, der aber zum Glück für die Leipziger Oberbürgermeister in Leipzig geblieben ist. Man hat ja auch bei der Präsentation gespürt, förmlich, als Leipzig dran war, ganz zum Schluss. Der ganze Saal war trotzdem begeistert. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das Vertrauen geben. Es ist Irrsinn, es ist ein grandioser Tag für Deutschland. Grandioser Tag für den Sport. Wunderbar.
als Gemeindebürger zu 100% verstanden, hier wirklich das Wesentliche rauszukehren. Das heißt, Sport präsentieren mit Sportlern, aber auch mit einem begeisterungsfähigen Publikum, was Leipzig ohne Frage nachgewiesen hat in der Vergangenheit und sich auch also felsenfest für die Olympischen Spiele 2012 einsetzen wird. Jetzt bleiben wir bei der Vertragsunterschrift. In der Mitte Klaus Steinbach, rechts Wolfgang Tiefensee. Der Oberbürgermeister des Olympiabewerbers des Deutschen für 2012, Leipzig. Stolz, oder? Das hört sich toll an. Und Dieter Graf, Landsberg-Fehlen. Der Präsident der Reiterlichen Vereinigung und auch Vorsitzender der Evaluierungskommission, der sicherlich Hamburg auf Platz 1 hatte mit seinem Evaluierungsbericht. Und ich weiß nicht, ob er das jetzt als Niederlage empfindet. Ja gut, jeder für eine andere Stadt sich also mal persönlich entschieden hat. Ich muss es als Niederlage empfinden, aber mit ein bisschen Durchatmen wird er nach absehbarer Zeit spüren, dass Deutschland sich würdevoll vertreten wird. Henry, wenn wir nebenbei vielleicht mit einem Bild Leipzig erfassen können. Die Begeisterung nimmt ja überhaupt kein Ende. Wolfgang Tiefensee strahlt. Vielleicht denkt er sich ungefähr, was sich da abspielt. Zu Hause ist ja unglaublich. Wunderschönes Bildsplitting. Schauen Sie sich das an, die Begeisterung. Und um 20, 21 Uhr werden Sie zu Hause erwartet. Sie hatten prophylaktisch schon mal alles vorbereitet für den Empfang. Denn ich habe gesehen, Sie haben sich schon eine kleine Träne eben aus dem Auge gewischt. Denn viele haben gedacht nach Rostock, oder? Also nach Rostock auf jeden Fall. Ich glaube, das war naheliegend gewesen, dass man dann für Hamburg entscheidet. Ich habe persönlich nicht mit gerechnet. Und ich bin ein sehr emotionaler Typ. Und lasse mich gerne von solchen Bildern, die wir jetzt auch wieder hier sehen, anstecken und auch mal mitreißen. Wir sehen die letzten Bilder von der Vertragsunterzeichnung, aber dieser offizielle Akt ist eigentlich beendet. Seien Sie sich böse, meine Damen und Herren, aber die Stimmung in Leipzig interessiert uns mehr. Wilfried, wir geben aus der